renn, dann das Herz und renn los. Hanna, Hanna, go, 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 go. Hanna. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute gehe ich zu Wilde Bären. Genau, Hanna darf sich hier heute einen Bären machen. Bist du schon aufgeregt? Ja. Weißt du schon, was du nehmen möchtest oder lässt du dich gleich überraschen? Überraschen. Okay, dann los. Also wir haben im Moment ganz, ganz viele Häschen. Einmal ein braun mit einem dicken Kopf. Dann haben wir so einen bunten und wir haben sogar einen Küken. Den siehst du hier. Dann haben wir noch da eine Kuscheltiere. Ich zeig dir erstmal alle und dann kannst du dich ja nochmal umgucken, ja? Guck mal. Dann haben wir hier einen Tiger. Einen Affen. Ein Eisbär und einen Pinguin. Oh, nochmal ein Häschen. Eine Elli, Hanna. Ja, soll wohl ein Yorkshire-Terrier sein, ja, genau. Ne? Das ist ja cool. Genau, eine Katze, 300, das sind unsere einzigen. Okay. Wir ja, haben ach Mensch. Zu Hause habt ihr einen. Ja. Toll. Und guck mal, Ellie. Und hier ist ein Bär, der denkt, der wäre besonders schlau. Guck mal, der hat so einen großen Kopf. Guck mal, wenn ich so, dann würde ich dich gar nicht mehr sehen. Größer als deiner. Ja. Dann haben wir einen lilanen Bär. Und hier ist auch noch ein Riesi, das ist ziemlich kuschelig. Ja, ne? Dann haben wir hier zwei rosane Bärchen mit unterschiedlicher Schnauze. Herznase, keine Herznase. Ah. Dann haben wir so, der heißt Vanillebär und Haselnussbär. Und kennst du das Schöne und das Biest? Das haben wir im Moment. Guck mal, hier befindet sich das Biest und das ist wow, ziemlich groß und auch, guck mal, mega flauschig. Siehst du, das ist das Biest. Und das soll die Belle sein, genau. Hier, das ist die Belle. Und wen ich ganz toll finde, sind die beiden Glücksbärchen. Das würde ich sagen, nimmst du ihn einmal mit, oder? Den? Ja. Doch, die können wir nehmen. Zeige ich dir alles später. Ja, das ist mit Absicht, Süße. Guck mal, der ist ja noch ganz platt. Ja, den kannst du doch gar nicht so kuscheln. Der hat lange nichts mehr gegessen. Der muss gleich erstmal gefüllt werden. Ja. Aber bevor wir das machen, Hanna, haben wir hier noch eine Soundecke. Sprich, wir können zum Beispiel Musik reintun. Das ist das Glücksbärchen. Beispielsweise. Oder so ein anderes. Oder. Das kann auch nur lachen. Oder. Das kann auch Happy Birthday singen. Und natürlich Anna Melissa. Das Lied kennst du, ne? Wir haben auch Düfte. Düfte? Guck mal, die habe ich hier kleben. Die sind extra für Kinder gemacht, also okay, zur Beruhigung. Die kommen nämlich auch und können auch in dein Bär rein. Und dann kann dein Bär zum Beispiel nach, was ist das? Erdbeer. Genau, nach Erdbeer. Oh ja. Papa guckt schon nach für seinen Yorkshire Terrier. Dann einmal das hier Zuckerwatte. Bubba Bubba Kaugummi. Erdbeer, ne? Hätte ich jetzt auch gedacht. Das Lachen? Die neuen. Sollen wir mal gucken, ob die neuen noch da ist? Und ein Herzschlag? Ich würde sagen, Herz auch noch mit rein, oder? Ja. Ja. So, komm mal her. So, Hanna, das ist meine Zauberschublade. Das verwandelt sich in wirkliches Essen, damit der dick wird. Ah. Was magst du denn gerne essen? Erdbeeren. Erdbeeren? Du füllst mir immer mit ordentlich vielen Erdbeeren, oder? Hilfst du mir dabei? Ja. Okay. So, soll er lieber flauschig oder härter werden? Flauschig. Ja. Okay. Dann kannst du einmal drücken. Okay, so? So. Jetzt starten wir mit dem Füll, aber wirklich. So, und los geht's. Kannst du auch gut anfassen? Ja, weich. Weich, ja? Das wird auch langsam warm. Wird ziemlich viel Hunger, oder? Ja.
Jetzt bekommt er noch eine Massage, weil wenn er so viele Erdbeeren gefüttert hat, kann er mal übel werden, sodass er sich auch noch übergeben muss. Und jetzt gibt es eine Massage. Du kannst dich ruhig auch anfassen. Du kannst mit runtergehen. So, kannst du auch mal drücken. So. Und jetzt kannst du mal gucken, ob er so weich genug ist oder ob er dir zu hart ist. Ist er so gut? Okay, komm. Dann tun wir als nächstes den Duft rein. So, das dauert jetzt ein bisschen länger, bis es so deutlich wie da, aber es wird gut. Okay. Da riecht es noch ein bisschen. So, jetzt kommt erstmal das her. Guck mal. Aber er ist immer noch nicht lebendig. Das allerwichtigste Herz ist das hier in der Mitte. Dann holst du dir bitte eins mit geschlossenen Augen rauf. Augen zu. Oder so. Das soll sein. Du kannst es reintun. Guck gut genau hin, weil das müsst ihr auch alles machen. Aber das Herzen ist ganz schön kalt. Und es schläft tief und fest. Ich höre es bis hier schnarchen. Wie würdest du deine Eltern wecken, wenn sie mal wieder zu lange schlafen? Kitzeln. Kitzeln? Kitzel mal. Kitzel, 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 kitzel. Hier so kitzel, 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 kitzel. Aber es ist hartnäckig. Schüttel es mal. Schütteln, so richtig schütteln. Eins, zwei, drei. Herz, wach auf! Oh, das war zu leise. Oh je. Ich glaube, die beiden Mädels müssen mithelfen. Bist du bereit, Hanna? Eins. Zwei, drei. Herz, wach auf! Super, jetzt ist es wach. Aber es friert noch ziemlich. Dafür musst du hier einmal eine Runde durch den Laden laufen. Los! Hanna, Hanna, Hanna! Hanna! Jetzt bist du schnell. Wie alt bist du? Fünf. Dann müssen wir jetzt alle nochmal aufstehen. Und fünf Hampelmänner machen. Und eins und zwei und drei und vier und fünf. Mir ist warm und dir? Ja. Gut, im Herz ist auch warm. Aber der Bär soll ja noch Eigenschaften mitbekommen, ne? Soll er dich genauso lieb haben und beschützen wie deine Mama das tut? Dann drückt deine Mama einmal ganz doll. Soll er dich auch lieb haben? Dann drück auf einmal deinen Papa. Ja, mehr. So, dann darfst du jetzt einen Wunsch in das Herz flüstern und einen Kuss geben. Weißt du den? Wie? So, dann darfst du es reinstecken. So, dann darfst du noch einmal knuddeln, damit er gleich keine Schmerzen hat. Spürst du das Herz, ne? So, dann nehme ich ihn zu. Oh, stimmt. Ja, hab ich nie gehört. Und du, wie heißt du? Na, Hanna? Du hast deinem Teddy jetzt neues Leben geschenkt. Dann darfst du jetzt auch die Nabelschnur durchziehen. Mal helfen hier, guck mal. Wenn das Lager los, dann kriegst du drauf, ne? Dann kriegt der Hase jetzt erstmal lecker Pizza in die Füße, ne? Extra die Käse, damit du gut auf den Tisch, ne? Was soll dein Teddy gut können, Hanna? Spagat, kannst du auch einen Spagat? Bravo, super! Machst du Turnen? Das sieht man. Guck mal, der ist schon und mal ich fertig. Ich glaube, du und Ivan und dein Papa möchte jetzt. Wir können, wir brauchen noch eine Ellie. Ja. Möchtest du die auffüllen? Aber nicht kaputt drücken. Nein. Ellie soll genau gleich sein. Ja, soll auch weich sein? Ja. Soll in der Ellie auch was rein? Oder soll sie? Guck mal, wollen wir da? Ja. Ja, ne? Drücken, bevor Papa mal guckt, ob es okay ist. Ist gut? Ist er gut? Das ist gut, ja. So, bitteschön. Dann darfst auch du noch mal ein Herzchen, ein Stoffhärtchen. Dann
mit geschlossenen Augen. Du weißt, was jetzt wieder kommt. Action. Es ist kalt und schläft tief und fest. Was willst du als erstes machen? Renn. Dann das Herz und renn los. Hanna, go. Hanna. Wow. Ganz schön schnell. Alles gut, Hannah? Ja. Herz, mach auf! Super. Lass ihn knuddeln, damit er keine Schmerzen hat beim Zunehmen. Bunte. Daneben sind Ballerinaschüchen. Ja, wir probieren die mal an, okay, ob die passen. Daneben sind goldene. Kann ich das anziehen hier? Das ist auch bunt. Ja. Ich brauche bunte Sachen, weil der ja auch im Regenbogen ist. Haarspangen. Ja, hier haben wir Socken noch und Schlüpfer. Ach, guck mal hier, Hanna. Hier sind Schlüpfer. Oder hier ist sogar ein bunter mit Blümchen. Ja, und ein paar Socken. Guck mal, Hanna, wollen wir mal ein bisschen ausprobieren, ja? Ja. Aber die Brille können wir jetzt schon mal aufsetzen, oder? Ja, jetzt kannst du sie aufsetzen. Die ist schick. Ja, aber jetzt bürsten. Jetzt bürsten? Ja. Das kannst du noch. Guck mal, da ist eine Bürste. Probier aus. Oh. Einmal schön. Ja, den auch gleich noch. Zuerst bürsten. Okay. Ihr Fell schön weich. Schön kuschelig. Jetzt fülle ich sie. Ganz doll pusten. Nee, nicht zu dicht. Nur pusten. Ganz doll pusten. Pusten. Oh, Dollar. Oh. Wie hast du das gemacht? Und dann haben wir noch hier auch noch für den Yorkshire. Auch noch eine Hundehütte. Und nochmal. Erstmal schon diesmal. So. Guck mal. Und dann nehmen Sie sich hier mal vor. Hier habe ich die Geburtsurkunde. Da habe ich einmal die Ellie. Da steht, Ellie hat heute Geburtstag. 30 cm ist sie groß, die wiegt 320 Gramm, die hat braunes Fell, schwarze Augen und gehört der Hanna. 320. Oh, stimmt das? Kommt denn, ne? Hanna, guck mal, dann darf die Ellie hier rein, dann darf die sich ein bisschen ausruhen. Ja. Und hier habe ich eine Pinky. Pinkys Brille hängt schon ganz schief. Oh, die kann sogar rein. Ja. Oh. Die ist echt schick. Die sieht wirklich toll aus. Da steht, Pinky hat auch heute Geburtstag, 39 cm groß, ohne Schuhe natürlich, wiegt 400 Gramm, die hat rosa, pinkes Fell, rotbraune Augen und wird auch Hanna. Sag mal, du hast aber heute viel abgestaubt, hä? Ja. Hm? So, das darf die sich hier ausruhen. Da kann die schon, können die beide ihren Namen auswendig lernen? Die hören die. Ja, okay. Aber vielleicht kannst du dir einen zum Tragen abgeben. Nein. Nee? Nee. Also, schaffst du das beides? Ja, ich habe mir ganz rausgebracht. Wow. Nein. Aber das noch nicht verraten? Nein. Nur deine beiden Stofftierchen. Kommst du uns nochmal wieder besuchen? Na dann viel Spaß, ne? Tschüss. Tschüss. Ihr habt ja gesehen, wie wir die gemacht haben. Und hier ist die Pinky drin. Hält immer nicht richtig, ne? Und hier ist die Ellie drin. Die dürfen sich jetzt ein bisschen ausruhen, weil das war ja doch ganz schön stressig, stimmt's? Ja, und dafür tragt Ihre Mama sie. Ich habe sie heute gemacht. Genau. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss, Hanna. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch.
Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Ui, yikes, gleich so viele. Boing. Hier, nochmal bitte rückwärts. Rück nochmal, Schnucki.